Hallo, ihr Lieben. Ja, lange nicht gesehen. Ich verschwinde gerade in den Tiefen meines Studiums. Ja, bin aber sehr glücklich. Es ist ein wundervolles Studium bisher. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich jetzt die 3 Jahre mindestens mich mit solchen Themen beschäftigen darf. Und ja, es ist, ja, frisst gerade sehr viel Zeit natürlich, auch in den neuen Rhythmus reinzukommen. Und YouTube ist da gerade so ein bisschen, ja, weniger wichtig. Trotzdem möchte ich nicht aufhören, also es werden auf jeden Fall noch Videos kommen, nur halt nicht mal so regelmäßig und einfach dann, wenn ich ja, das Gefühl habe, jetzt passt es und jetzt habe ich Zeit, mich auch damit zu beschäftigen und ein Video zu erstellen. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich auch gerne nochmal an einem Teil meines Lebens gerade teilhaben lassen, und zwar mein Schrebergarten. Der ist natürlich auch sehr arbeitsintensiv, vor allem jetzt, wo ich ihn übernommen habe und er ein ziemlicher Urwald ist. Und ja, ich schaue hier gerade immer hin, hier steht mein Laptop. Ich habe nämlich gerade, war gerade im Garten und habe einen kleinen Film gedreht, also einfach nur mein Handy draufgehalten, ohne Ton, weil ich mein Mikro vergessen hatte und es ziemlich windig ist. Aber ja, ich dachte, ich mache jetzt einfach ein Voice-Over und erzähle so ein bisschen, was gerade ist. Also es hat sich auch schon einiges verändert. Ich habe sehr viel in den letzten Wochen daran gemacht. Und trotzdem ist es halt, man hat das Gefühl, es ist kein Ende zu sehen. Aber ich glaube, das ist normal. Genau, ich ja, spiele es einfach mal ab und schauen wir mal, was ich so dazu erzählen kann. Ja, genau, das ist der Eingang von meiner Parzelle. Ich habe auf jeden Fall einen Rosenbogen, wo nicht so wirklich Rosen wachsen. Genau, hier kommt man rein. Man sieht schon, es ist sehr verwuchert, überwuchert. Hier im Eingangsbereich habe ich schon einiges gemacht. Natürlich auch das, der Bereich, den alle anderen sehen. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen, ja, auch Pflanzen umgesetzt, sehr viele Rosen umgesetzt. Ich habe wahnsinnig viele Rosen, die sehr schwer auch rauszumachen sind. Das ist jetzt gerade, was ihr seht, so ein bisschen die Anbaufläche mit meinem wundervollen Aprikosenbaum. Der soll sehr gut tragen. Habe ich noch nicht erlebt. Genau, und die andere Seite hat mein Vorpächter Rasen gesetzt. Ich überlege noch, ob ich den wegmache, aber erstmal, glaube ich, lasse ich ihn noch da. Das ist der wundervollste Apfelbaum der Welt. Ich bin die ganze Zeit nur am Äpfel essen, es ist köstlich. Genau, und das ist hier, also diese Beete hier an der Seite sind wirklich sehr verwuchert, vor allem eben mit Rosen, mit krass tiefen Wurzeln. Das ist eine Heidenarbeit, das rauszumachen. Mal schauen, was ich davon wegnehme. Das hier ist noch ein Apfelbaum. Der aber so zugewachsen war, dass ich da nicht viele Äpfel von gegessen habe, ehrlich gesagt. Ja, und das ist wirklich, hier fängt der Dschungel an. Sehr viele Koniferen, also auch sehr viele Nadelgehölze. Das ist übrigens noch ein Sauerkirschbaum. Also ich habe wahnsinnig viele von diesen Nadelgehölzen drin, die halt, also die muss man einfach regelmäßig schneiden. Hier sieht man nochmal so ein bisschen das Anbaugebiet. Ich habe auch ein Tomatenhäuschen, ganz viele Beerensträucher. Also nächstes Jahr wird toll die Ernte. Da freue ich mich schon drauf. Genau, und jetzt geht's weiter Richtung Häuschen. Also ich habe einen sehr langgestreckten Garten. Ja, jetzt hier rechts sieht man so ein bisschen meinen neu angelegten Kompost. Also da schmeiße ich einfach gerade alles hin, was ich so rausreiße. Und hier habe ich meinen Brunnen. Ich habe einen Brunnen, einen Grundwasserbrunnen, der ist ganz toll. Und mein Dschungel. Da soll noch ein Teich drunter sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ziemlich versteckt. Mal schauen, wie es im Winter, vielleicht sehe ich ihn im Winter mal. Es ist halt alles voller, also ganz viel Topinambur auch, aber den kriege ich halt nicht raus, weil ich da nicht drankomme. Und ja, noch eine Konifere, noch 2 Koniferen, wahnsinnig hoch, die müssen unbedingt geschnitten werden. Noch ein, ja, ein Schaukelgerüst, ich habe sogar noch eine Schaukel. Mal schauen, vielleicht pflanze ich da auch ein paar Rosen dran. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo man auch ja, sich aufhält, sozusagen mein Häuschen, renovierungsbedürftig. Wir haben gerade erst, ich habe mit meinem Vater zusammen das Dach mit einer Folie bespannt, weil es nicht dicht war und es alles reingeregnet hat. Ja, genau, das ist sozusagen der Sitzbereich. Ja, da ist eben auch noch einiges zu machen. Auf jeden Fall mal, also ich überlege, ob ich eins von den Schilfen da irgendwie mal wegmache. Ich überlege noch. Genau, das ist eins von den Überbleibseln. Mein Vorpächter hat Gartenzwerge gesammelt. Ich bin zwar schon so ein Fan von so, also so besonderem Zeug, so Feenartiges mag ich ganz gerne, aber ja, ich glaube, die Gartenzwerge behalte ich nicht. Aber dieses Häuschen da finde ich ganz süß eigentlich. Ja, genau, das wird also vor allem eher so ein Sitzbereich mit Wiese.
So, jetzt kommen wir, hier stand vorher ein Pool, ein großer Pool, den habe ich weggemacht. Für mich, also ich brauche keinen Pool, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das Gute ist, es ist so ein Sandfundament und da würde ich gerne ein Mosaik hinmachen. Also da eine Sitzecke hinmachen mit einem Mosaikboden, stelle ich mir sehr schön vor. Jetzt, das ist hier so mein Geräteschuppen. Ich habe sehr viele Geräte übernommen, auch elektrische Geräte, die ich noch nicht wirklich ausprobiert habe. Ich will aber bald mal häckseln, wenn das Wetter jetzt zulässt. Also da ist alles drin. Ich habe auch so eine Komposttoilette. Genau, da muss ich mich aber nochmal beschäftigen. Ja, meine Terrasse und mein Steingarten. Das ist das Erste, was ich angelegt habe. Ist auch noch nicht ganz fertig. Da brauche ich noch ganz viel Kies. Also es ist jetzt noch nicht so wirklich schön, aber das wird noch. Es ist halt auch eine Geldsache, ne? Klar. Ich könnte jetzt sehr viel Geld investieren, dann wäre das alles schnell perfekt, aber ich versuche es eben so günstig wie möglich zu halten, sehr viel über eBay Kleinanzeigen zu machen. Also ich habe hier auch wahnsinnig viele Sachen über eBay Kleinanzeigen mir kostenlos geholt, auch Pflanzen und Steine und was weiß ich alles. Ich warte gerade noch auf kostenlosen Kies und ansonsten werde ich mir den nach und nach so zusammen kaufen. Ich schau mal. Aber ich bin sehr gespannt, wie der jetzt nächstes Jahr dann aussieht, ob die Pflanzen überleben. Und da zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal. Ich habe gefilmt, wie ich den gebaut habe, aber er ist eben noch nicht fertig. Deswegen zieht sich das jetzt noch ein bisschen, aber ich werde euch auf jeden Fall vielleicht nächstes Jahr dann nochmal zeigen, wie ich den Steingarten genau angelegt habe. Er ist jetzt auch noch nicht so repräsentabel für ein Video. Genau, das ist jetzt noch, noch so ein Schuppen. Da habe ich jetzt gerade das ganze Gestrüpp drin, was ich gerne häckseln möchte, damit es nicht nass wird. Da kann man auch noch was unterstellen, das ist auch ganz nett. Da stand früher ein riesen Kirschbaum, den haben sie schon länger abgehackt. Genau, und das ist mein großer Kompost, leider auch überhaupt nicht gepflegt. Da muss ich mir was überlegen, ob ich ihn umdrehe oder so. Und jetzt kommen wir schon zu meinem Häuschen. Wie gesagt, da oben die Folie drauf, damit es endlich mal drinnen auch trocken werden kann. Also es muss auf jeden Fall komplett neu gestrichen werden, der ganze alte Sachen mal abgenommen werden, abgeschmürgelt. Das ist sozusagen der Vorbau, also sie haben noch etwas vorgebaut, vor das eigentliche Häuschen. Zum Geräte aufbewahren ist das super. Genau, und jetzt kommen wir erst ins eigentliche Häuschen, das ist ein Holzhaus. Ja, wie gesagt, sehr oft nass geworden, weil nicht dicht. Ich habe da hinten schon mal die Tapete abgezogen und tapeziert eben auch, machen ja die meisten. Ich würde gerne die ganze Tapete abziehen und dann vielleicht neu streichen. Ich schaue mal, ich bin noch nicht ganz sicher, auch was ich da jetzt finanziell reinstecken kann und möchte. Ja, aber auch ein sehr schöner Blick aus den Fenstern. Die beiden Fenster sind super, kann man bald aufmachen. Genau, da oben ist eben die Decke aufgemacht worden, weil es eben reingeregnet hat. Das könnte sehr gut verschimmelt sein. Es ist ziemlich sicher einiges verschimmelt. Ich werde jetzt einfach schauen, dass es auf jeden Fall den ganzen Winter über jetzt trocknen kann. Und dann schaue ich mal. Ja, genau, also so sieht's aus. Gerne irgendwelche Tipps, wenn ihr da Bescheid wisst, was man bei sowas macht. Ich abreißen werde ich nicht. Oh, ich habe sehr viel, wie gesagt, sehr viel Werkzeug übernommen von meinem Vorpächter, das ist sehr gut. Der Boden ist noch Teppichboden, ich schaue mal, ob ich den noch rausnehme ob ich den drin lasse, da bin ich noch nicht sicher. Ja, und einen Spiegel habe ich auch. Genau, das ist mein Häuschen. Das wird noch einiges an Arbeit. Ja, ich freue mich aber schon sehr. Also, das macht wahnsinnig viel Spaß, wirklich da zu arbeiten und im Boden zu wühlen und richtig sich auszupowern. Also, wenn man Rosen ausgräbt, ist das ganz schön anstrengend. Ich freue mich auch auf jeden Fall schon so. Ich habe auch schon meinen Kommilitonen allen gesagt, nächstes. Also im Sommer werde ich da einige Partys schmeißen, aber Partys sind vielleicht übertrieben gesagt. So. Wir werden uns auf jeden Fall mal abends im Garten treffen und ich habe auch eine Feuertonne, die ich benutzen darf. Und dann werden wir, glaube ich, einige gemütliche Abende da verbringen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ja, genau. Ja, es ist noch viel zu tun, aber vielleicht kann man schon erkennen. Also ich finde, man kann schon erkennen, so, dass da was Tolles draus werden kann. Also wie gesagt nochmal, im vorderen Bereich werde ich vor allem anbauen, mein Gemüse und Obst, Beerensträucher anbauen und im hinteren Teil wird das eher dann gelebt und Sitzgelegenheiten sein und so. Ja, das war ein kurzer Überblick über meinen Garten.
Ich hoffe, es interessiert euch. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder selber Erfahrungen mit solchen verwucherten Gärten habt, dann immer her damit in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Anschauen. Tschüss.